Hallo und guten Tag. Mein Name ist Martin Krausch und ich bin Systems Engineer bei der Firma Brokit. In einem unserer letzten Videos haben wir Ihnen den Brokit SDN-Controller vorgestellt und sind bei der Frage stehen geblieben, wie wir diesen Controller nun konkret programmieren können. Eine Möglichkeit bietet das Tool Brokit Flow Optimizer, das ich Ihnen heute kurz vorstellen möchte. Um das Tool nutzen zu können, brauchen Sie verschiedene Komponenten. Als erstes benötigen Sie Netzwerkkomponenten, die das Protokoll SFlow unterstützen, um Datenpakete aus den Netzwerken zu sammeln und diese entsprechend an einen sogenannten SFlow-Collector weiterleiten zu können. In dem Brokit Flow Optimizer ist so ein Collector bereits integriert. Das heißt, das Tool kann Daten entsprechend aufnehmen, analysieren, über ein User Interface auch grafisch darstellen. Zudem verfügt es auch noch über eine API zum Anschluss weiterer Applikationen oder anderer Schnittstellen. Der Flow Optimizer kann nun wiederum an einen SDN-Controller gekoppelt werden, zum Beispiel an den Brokit-SDN-Controller und kann nun nicht nur die Daten, die er per SFlow enthält und grafisch darstellen kann, darstellen, sondern er kann entsprechend auch via Policies Gegenreaktionen auslösen. Diese Gegenreaktionen teilt er nun dem SDN-Controller mit und dieser kann dann via dem Protokoll OpenFlow diese Reaktion entsprechend auf den angeschlossenen Netzwerkkomponenten etablieren. Beginnen möchte ich nun mit einer kurzen Übersicht, wie Sie das Tool entsprechend installieren können. Überprüfen Sie bitte vor der Installation Ihre Systemanforderungen, insbesondere Speicher- und Festplattenkapazität, damit das System auch die Daten in Echtzeit verarbeiten kann. Wir haben uns in diesem Beispiel für ein Linux-System Ubuntu entschieden. Was Sie auch benötigen, ist entsprechende Brokit-Hardware, das heißt Systeme mit entsprechender Software. Als Webbrowser verwenden Sie bitte den Google Chrome Browser und als Controller entweder den Brokit SDN-Controller in der Version 2.1 oder alternativ den OpenDaylight-Controller in der Version Lithium SR2. Analog zu unserem Video zur Installation des Brokit SDN-Controllers auch hier einige Tipps zum Aufsetzen des Ubuntu-Servers. Die Software kann unter der Adresse www.ubuntu.com kostenfrei runtergeladen werden. Sämtliche Dokumentationen sind entsprechend dort auch hinterlegt. Achten Sie bitte auch hierbei, dass Sie dem Server eine statische IP-Adresse vergeben. Das können Sie entweder über einen VI oder den Nano-Editor tun und dass Sie entsprechend hier auch das Netzwerk und die entsprechenden Einstellungen für das Default Gateway eintragen. Ein kleiner Tipp für alle die, die sich mit Linux nicht so auskennen und eher eine grafische Oberfläche bevorzugen, die sollten den Ubuntu Desktop nachinstallieren, der auch entsprechend einen Browser mit sich bringt. Zu guter Letzt würde ich auch empfehlen, den OpenSSH-Server zu installieren, der dazu dient, dass man dann per Remote mit einem entsprechenden Client, sei es jetzt PuTTY oder TeraTerm, auf das System zugreifen kann. Nachdem Sie den Ubuntu-Server mit dem Ubuntu Desktop erfolgreich installiert haben, können Sie direkt den integrierten Firefox-Webbrowser verwenden. Gehen Sie bitte auf die Adresse www.brokit.com. Anschließend auf Menü, dann Products and Services, weiter auf SDN Controllers and Applications. Danach scrollen Sie bitte nach unten und wählen den Brokit Flow Optimizer. Und hier haben Sie einen Button Free Trial, wo Sie in der Maske lediglich Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Firma und Ihr Land eintragen müssen, um danach den Brokit Flow Optimizer als kostenfreie Trial-Version herunterladen zu können. Die eigentliche Installation des Brokit Flow Optimizers gestaltet sich recht einfach. Sie müssen lediglich die heruntergeladene Datei in ein entsprechendes Verzeichnis verschieben, hier in das Verzeichnis Desktop, was Sie entsprechend nicht anzeigen lassen können, und müssen im nächsten Schritt diese Datei entpacken mit dem Befehl tar-xvf. Anschließend befindet sich in dem Verzeichnis Desktop, wie in diesem Beispiel, ein weiteres Verzeichnis, wo dann die entsprechenden Dateien entpackt worden sind. Zum Starten des Brokit Flow Optimizers wechseln Sie danach ganz einfach in den Installationsfolder und geben den Befehl sudo sh start service ab. Es gibt zum Stoppen des Systems einen analogen Befehl sudo sh
Stop-Service. Um das System zu überprüfen, verwenden Sie bitte einen Google Chrome Browser und gehen Sie per HTTPS auf die entsprechende statische IP-Adresse des Servers. Verwenden Sie bitte hierbei den Port 8089. Nach Starten des Google Chrome Browsers gehen Sie auf diese statische IP-Adresse und loggen sich beim ersten Mal mit dem Usernamen Administrator großgeschrieben und dem Passwort Passwort Englisch kleingeschrieben ein. Danach können Sie auf Settings die ersten Einstellungen vornehmen. Als erstes die Registrierung des SDN-Controllers, das heißt, hier geben Sie die statische IP-Adresse des SDN-Controllers ein, den Port 8081 und die Login-Credentials, um sich dort einloggen zu können. Unter E-Mail-Settings könnten Sie jetzt hier optional einen E-Mail-Server eintragen, um später halt E-Mail-Benachrichtigungen versenden zu können. Unter dem Reiter User können Sie neben dem Default-User, den Sie gerade verwendet haben, weitere User eintragen. Und unter dem Reiter Devices sehen Sie automatisch bereits beim SDN-Controller registrierte Systeme, die hier entsprechend auftauchen und die Sie dann ganz einfach konfigurieren können. Dazu kann man hier oben entsprechend eine IP-Adresse eingeben, die als S-Flow-Collector-Setting verwendet wird. Das ist jetzt hierbei die entsprechende statische IP-Adresse des Flow-Optimizers. Im nächsten Reiter können Sie SNMP-Credentials eingeben, um auf die Systeme zugreifen zu können, je nachdem, was Sie hier verwenden. Und dann können Sie hier ganz einfach mit einem einfachen Dropdown-Menü die registrierten Systeme sich anschauen und dann mit einem einzelnen Klick S-Flow für bestimmte Ports ein- oder ausschalten. Und Sie sehen, hier haben wir das für den Port 131 und 132 einfach mal gemacht, die wir später in der Demo noch verwenden werden. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Der Brocade Flow Optimizer ist für sehr große Netze ausgelegt und daher verfügt er über eine Standard-Sampling-Rate von 8192, die automatisch konfiguriert werden würde. Für kleinere Netze mag dieser Wert zu groß sein. Sie können ihn allerdings ändern. Stoppen Sie bitte den Flow Optimizer, gehen Sie dann mit einem Editor in das Installationsverzeichnis und gehen dann weiter auf configuration-config.properties. In dem Fall können Sie dann die Sampling Rates entsprechend für NetIren oder ICX-Systeme unter FastIren anpassen. Speichern Sie das File erneut ab und starten den Controller neu. Nach erfolgreicher Installation möchte ich nun einige kleine Anwendungsbeispiele zeigen und Ihnen natürlich auch eine kleine Demo vorstellen, wie Sie das Tool mit einfachen Hilfsmitteln selber testen können. Massive Angriffe auf Ihr Netzwerk können signifikante Ausfallzeiten hervorrufen und dadurch eine konkrete Bedrohung für Ihr Geschäftsmodell darstellen. Der Brocade Flow Optimizer kann Ihnen helfen, diese Angriffe zu erkennen und zu unterdrücken, indem die Brocade-Systeme per S-Flow-Protokoll Daten an den Optimizer senden, er diese entsprechend analysiert und bei Erkennung eines Angriffs über einen SDN-Controller per OpenFlow Regelwerke auf die Systeme ausrollt, diesen Angriff ganz einfach unterdrücken. Es ist dabei zu beachten, dass diese Regelwerke in Hardware abgebildet werden, sodass sogar 100 Gig-Ports voll unterstützt werden. Ein weiteres Beispiel ist das sogenannte Flow Metering. Hier fällt es sich so, dass Applikationen, die im Netzwerk geduldet werden, wie zum Beispiel Dropbox, Netflix, YouTube oder auch iTunes, immer mehr ihre Bandbreite aufbrauchen und dafür für wichtige Daten zu wenig Bandbreite zur Verfügung steht. Im Normalfall können Sie das kaum entsprechend feststellen oder unterdrücken. Mit dem Brocade Flow Optimizer können Sie jedoch an den entsprechenden Ports zum Übergang ins Internet und in Ihr LAN wiederum S-Flow-Daten sammeln, diese analysieren und bei Bedarf über einen SDN-Controller sogenannte Flow-Metering-Rules aufsetzen. Das heißt, dass für bestimmte Applikationen die Bandbreite ganz einfach limitiert wird und für Ihre Hauptapplikationen, die wichtig für Ihr Unternehmen sind, ein gewisser Kanal ganz einfach immer zur Verfügung steht. Um Anomalien im Netzwerk näher zu untersuchen oder auch Accounting betreiben zu können, bietet der Brocade Flow Optimizer die Möglichkeit, eine SDN-Based Wiretap-Funktionalität implementieren zu können. Hierbei wird auf dem entsprechenden Port per S-Flow wieder eine Datenanalyse betrieben und über den SDN-Controller kann dann ein Port-Mirroring der entsprechenden Daten auf einen Analyseport vollzogen werden.
Zu beachten ist auch hierbei, dass die OpenFlow-Implementation direkt in Hardware passiert, sodass die Wiretap-Funktionalität die Daten 1:1 in Echtzeit an den Analyseport spiegeln kann. Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen die 100 Gig Firewall Bypass Technologie vorstellen, die dazu dient, Firewall-Systeme in hocheffizienten Netzwerken zu entlasten. Das Problem ist ganz einfach hier, dass sämtlicher Datentraffic durch eine Firewall hindurchläuft und das natürlich dann zu entsprechenden Bottlenecks, das heißt zu Flaschenhälsen und zur Verlängerung der Latenzzeit führt. Auch hier ist es möglich, über eine Analyse im Flow Optimizer festzustellen, welche Datenströme legitimiert sind. Das heißt, man kann eine sogenannte Whitelist erstellen, die dafür sorgt, dass per OpenFlow diese erwünschten oder auch zugelassenen Datenströme direkt befördert werden, ohne durch die entsprechende Firewall umgeleitet zu werden. Man sieht ganz einfach hier an einem Beispiel, dass die Effizienz sehr, sehr viel höher ist bei einem direkten Datenverkehr, gerade im 100-Gig-Bereich, aber natürlich auch im weniger performanten Bereich, wo die Firewall ganz einfach diese Datenströme nicht bewältigen kann und dass die Latenzzeiten natürlich auch sehr, sehr viel geringer sind. Nach diesen theoretischen Use Cases möchte ich nur noch kurz eine Möglichkeit zeigen, den Brocade Flow Optimizer auch selber kurz zu testen. Wir setzen in dieser Demo direkt auf das bekannte YouTube-Video zum Thema Brocade SDN-Controller auf unserem Brocade Deutschland YouTube-Channel auf. Dazu loggen wir uns auf die Controller mit den Credentials admin ein, gehen auf den Topology Manager und sehen hier den bereits registrierten Switch ICX6610, der auch schon zwei Flows etabliert hat, und zwar für die Weiterleitung von ARP und LDP-Pakete, damit hier entsprechend direkt angeschlossene Hosts auch erkannt werden können. Zur Konfiguration des Systems geben wir das Kommando show run ab. Scrollen einmal kurz nach oben und sehen, dass wir zum einen die Software 803D verwenden. Die OpenFlow-Einstellungen sind identisch zum bereits benannten SDN-Controller-Video. Das heißt, hierüber meldet sich das System beim SDN-Controller an. Was in dieser Demo neu ist, sind die SLO-Einstellungen. Das heißt, zum einen wird auf jedem Interface das Kommando SLO-Forwarding abgesetzt, damit entsprechend das SLO-Sampling auf dem entsprechenden physikalischen Interface eingeschaltet wird. Und man muss den Brocade Flow Optimizer als SLO Destination eintragen, der einen entsprechenden Sampling rät, die hier mit dem Wert 8 als sehr, sehr niedrig für die entsprechende Demo gewählt worden ist. Wenn wir uns nun auf den Brocade Flow Optimizer einloggen, sehen wir auf der rechten Seite den Reiter Profile. Dort gibt es schon Standardprofile, die automatisch mit dem Brocade Flow Optimizer mitgeliefert werden, zum Beispiel das Profil NTP Reflection, wo entsprechend diese Angriffsart detektiert werden kann. Sie sehen, das Ganze ist schon vorgefertigt, ich kann auch hier nichts weiter eintragen. Was ich wohl noch ändern kann, ist halt die Observation Time, das heißt der Zeitraum, über den diese Daten beobachtet werden, um zu entscheiden, ist das ein Angriff oder nicht, und einen entsprechenden Schwellwert in Megabit pro Sekunde, ab dem diese Regel entsprechend aktiviert werden würde. Dann kann ich auswählen, welche Action ich benutze. None heißt nur anzeigen, nichts unternehmen. Ich kann aber auch genauso gut sagen Drop, also Datenverkehr unterdrücken, oder Redirect, das heißt umleiten an einem zu spezifizierenden Port. Neben diesen Default Profiles kann ich auch selber eigene Profile individuell entsprechend konfigurieren. Zum Beispiel, was ich hier getan habe, ein Profil mit dem Namen ICMP Ping Attack. Sehr simples Profil. Das heißt, neben der Beschreibung kann ich hier eingeben, was ich denn mir anschauen möchte. Hier ganz simpel, ich möchte einfach ICMP-Datenverkehr sehen, und zwar über eine Beobachtungszeit von 10 Sekunden. Und wenn der ICMP-Verkehr den Schwellwert 1 Megabit pro Sekunde überschreitet, möchte ich nichts tun, sondern das ganz einfach nur anzeigen lassen. Um das Profil zu aktivieren, klicke ich oben einfach auf Enable und nun ist das Profil entsprechend scharf geschaltet. Ich gehe rüber in den Reiter Dashboard. Und da sehe ich einmal oben verschiedene Ansichten von Datentraffic, der durch das System durchgeflossen ist. Und auf der rechten Seite halt ein Event View, wo die Events, das heißt Meldungen, habe ich irgendwas gefunden oder nicht, entsprechend angezeigt werden. Um nun so ein Event zu erzeugen, muss ich natürlich erstmal Traffic an das System schicken. Dazu haben wir hier
ein kleines Nachbarsystem uns gegriffen, einen kleinen ICX6450, der ganz einfach jetzt einen größeren Pingstrom an unser 6610er-System sendet, der an diesem entsprechenden Port, wohin es gesendet wird, das per S-Flow dann an den Flow Optimizer weiterleitet. Sie können natürlich auch einen ganz normalen Client, einen Windows oder auch einen Linux-Client nehmen, der diesen Ping-Strom erzeugt, aber hier hat sich halt gerade angeboten, das Nachbarsystem zu verwenden. Wir starten jetzt einfach den Traffic und Sie sehen, jetzt fängt das System an. Unser Ziel, unser Opfer sozusagen mit Pings entsprechend zu fluten. Das Ganze wird jetzt an den Flow Optimizer weitergeleitet. Für einen Zeitraum von 10 Sekunden werden jetzt die Daten analysiert und nach ungefähr 10 Sekunden werden wir dann auf der rechten Seite ein entsprechendes Event sehen, dass dort ein entsprechender Angriff, ein ICMP-Angriff halt detektiert worden ist. Da ist auch schon entsprechend die Meldung, hier sehen Sie es, Large Flow Identified, auch an welche entsprechende Adresse und No Action Performed, das heißt wir machen nichts an der Stelle, können es aber sehr wohl die Daten näher anschauen und klicken ganz einfach hier unten auf dieses Custom Profile, was entdeckt worden ist, also das, was gerade aktiviert worden ist. Auch das dauert jetzt ein paar Sekunden und Sie sehen hier eine grafische Darstellung A von Ihrem Schwellwert in Rot und von Ihren entsprechenden dann gemessenen Daten an dem gleichen Port von diesem ICMP-Ping-Verkehr, auf den Sie diese Regel ausgelegt haben. Zu beachten ist noch, dass wir nur einen einzigen Sensor in diesem kleinen Versuchsaufbau haben und Sie können sich vorstellen, je mehr Sensoren Sie in diesem Umfeld halt benutzen, umso genauer wird diese Anzeige entsprechend ausfallen. Für das zweite Beispiel gehen wir wieder auf den Reiter Profile, deaktivieren das Profile ICMP Ping Attack und aktivieren nun ein weiteres Profile mit dem Namen Drop ICMP Traffic. Unterschied zum anderen Profile ist nun der, dass wir auch hier zwar ICMP Ping Traffic entsprechend entdecken, das Ganze für einen Observation Time von 10 Sekunden uns anschauen und bei der Überschreitung des Schwellwertes von 1 Megabit pro Sekunde hier nun eine Action Drop eingetragen haben, die dann sagt, diesen Traffic möchte ich dann wirklich unterdrücken, das heißt verwerfen. Wir gehen zurück zum Reiter Dashboard und starten nun wieder unsere kleine Ping-Attacke auf den 6610er. Was Sie hier sehen, ist, dass der Ping nun erstmal durchgeht, das heißt für einen Zeitraum von 10 Sekunden, wie wir es eingetragen haben, werden nun die Datenströme analysiert und wenn innerhalb von 10 Sekunden diese Ping-Attacke den Schwellwert von 1 Megabit überschreitet, dann wird automatisch das Profil aktiviert und Sie sehen, jetzt haben wir ein Request Timeout, das heißt jetzt wird eine Regel auf das System aufgebracht, die sagt bitte den Ping-Verkehr unterdrücken und Sie sehen auch rechts im Fenster im Event View, dass wir hier entsprechend dann eine Regel Drop aktiviert haben. Was wir nun sehen, ist aber, dass nach 10 Sekunden der Ping-Verkehr wieder durchgeht. Das liegt daran, dass wir entsprechend auf dem gleichen Port, wie wir messen, auch regeln. Und das können wir uns auch hier unten dann schön in diesem Customer Profile View näher anschauen. Das dauert ein Momentchen, bis die Daten hier entsprechend grafisch aufbereitet sind. Und was wir sehen, ist, dass halt der Datenstrom erstmal für 10 Sekunden das System entsprechend erreicht, weil nicht unterdrückt wird. Danach wird die Attacke identifiziert. Der Datenstrom wird für 10 Sekunden unterdrückt. Dadurch, dass aber die Daten komplett geblockt werden, entscheidet das System nach weiteren 10 Sekunden. Der Schwellwert von 1 Megabit wurde unterschritten. Ich kann die Regel wieder deaktivieren. Das heißt, ich kann den Datenstrom entsprechend wieder zulassen. Und nach weiteren 10 Sekunden merkt das System, aha, ich habe wieder eine Attacke hier detektiert und aktiviere auf dem System wieder die entsprechende Regel. Wie gesagt, das liegt daran, dass wir jetzt auf dem gleichen System, auf dem gleichen Port, wie wir das Ganze halt beobachten, auch regeln. Im normalen Netz, wie schon erwähnt, ist es halt anders, da wir da halt eine Vielzahl von S-Flow-Sensoren verteilt haben, die das Ganze sehr, sehr viel genauer machen und so eine Sägezahnkurve, wie wir hier sehen, halt entsprechend dann nicht produzieren würden. Wie Sie gesehen haben, ist der Brocade Flow Optimizer eine der ersten echten SDN-Applikationen, die Ihnen einen wesentlichen Mehrwert bringt. Zudem brauchen Sie sich hierbei nicht näher mit der Programmierung eines SDN-Controllers beschäftigen oder sich mit den komplexen Protokollen wie zum Beispiel RESTConf auseinandersetzen. Für heute möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und sage Tschüss und auf Wiedersehen.